Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, wir sind immer noch an der Stelle, wo uns der große böse Geist hier ans Leder möchte. Was wir allerdings nicht so einfach zulassen werden. Denn immerhin sind wir ein Schicksalsbinder und der kann es nicht wagen, sich uns in den Weg zu stellen. Von daher lassen wir ihn jetzt mal frei. Another battle. I'm starting to think we're bad at making friends. So. Dann gibt es auf alle einen Buff. Und dann geht's auch schon los. So, Laundry. Du machst noch den da. Ich schrei mal schön. Beric macht das. Lyra, versuch ihn mal zu begraben. Gut. Frostlanze. Right. Lyra, mach mal den Angriff. Beric, versuch ihn mal zu versteinern. Laundry, so ein Wurf. It's a hit. Und er ist schon mal verletzt. Und da oben brechen die ersten beiden Gegner aus. Nicht so schön. Ich mache mal eine leichte Heilung auf mich. Beric und Lyra, die könnten mal einen Fallsturm aktivieren. Okay, das hat gesessen. Allerdings wird der Havoc jetzt auf Beric losgehen. Okay, ich denke, wir ziehen uns gleich das erste Mal zurück. Lyra. Just point me in the right direction. A new dent. As you come out. Oh, Laundry. Heil dich mal gut. Am besten mache ich da auch gleich mit. Right. Noch geht's ja. Hast du was, um Beric zu heilen? Ja, den heilenden Hauch, auch wenn der nicht so stark ist. Okay, erstmal ein Rückzug. Und die Plage loswerden. Laundry heilt Lyra. Ich heile Lyra. Und demnächst muss jemand noch mal Beric heilen. Am besten Heilung über Zeit. Stirbt die Plage mal? So, die Plage ist tot. Ich bin's auch fast. Also irgendwer stöhnt hier ganz gut. Right. So. Right. Nochmal Heilung auf mich. Heilung auf Lyra. Got it. Dann werden jetzt mal die Zauber aufgefrischt.
Not a problem, boss. So, lernt wie den Buff. Dann erstmal der Hauch hier weg. Oh, that one fucking hurt. So. Genau, schieß ruhig auf Barrack. Und jetzt komm hier runter. Komm, sei ein braves Ungetüm. So, es ist schön brav. So, und jetzt volle Kanne drauf. That's how it's done. I'll tear your skull out by your ass. Oh oh. Rückzug. Landry, hi Lyra. Oh, someone stitch me up. Ich heile sie auch gleich mal. Okay. Er ist nur noch verletzt. Okay, er kommt jetzt alleine. I got it. Der Hauch will. Ey. Just point me in the right direction. Ja, komm, komm her. Jetzt, weil der. Wie heißt das? Die Heimtücke will gerade nicht. Gut. Lernt wir Lyra heilen. Du haust das Ding. Du tauntest das Ding. Gut, dann einen Eisensturm mal raushauen. Der hat jetzt volle Kanne nichts gebracht. Einmal pro Begegnung oder einmal pro Rast? Machen wir mal den Flammentanz, wenn schon. Okay, jetzt zieht er sich auch noch zurück, das Miststück. Kriegt er mal einen Stein ins Gesicht und noch ein Zeug. Wir haben nämlich jetzt alle Kombo-Fähigkeiten gegen ihn eingesetzt. You got it. It's a hit. So, Lyra, versteiner ihn vielleicht hoffentlich nochmal. So. Sehr gut. Haube des Angreifers, das ist eine Stoffrüstung. Diamant und Wachtod. Rezept wie bei einem mächtigen Pilzzüchter kann, der als Wachtod bekannt ist und den Tod verhindern kann. Du kannst diesen Pilz züchten, wenn du zum Tumor-Upgrade Lazarett hast und die erforderlichen Materialien. Jo. Und das hier ist eine Balance, sagt. Hm. Eine hübsche Haube für Landry. Gut. Das hat jetzt gleich beim ersten Mal geklappt. Da bin ich froh drüber. Angriffs- und Fähigkeitsstärke. Das bräuchte sie eigentlich auch, aber mit zwei Waffen bringt das nicht viel. Erhöht aber die Athletik.
glaube einmal noch Genauigkeit. Und da gehe ich ein bisschen auf Stärke, dass sie mir Schaden auch machen kann. So, Landfui. Abklingzeit von Fähigkeiten und Zauber, das wäre gar nicht mal so schlecht. Genauigkeit. Oder Wille. Entschlossenheit. Ich würde mal sagen, Schnelligkeit, dass er auch besser werfen kann. So. Lyra. Blutrausch 2, nachdem sie einen Gegner getötet hat. Das wäre eigentlich das Beste hier. Greife einen einzelnen Gegner mit einem rasanten Hagel von ihm an. Jeder Treffer belegt das Ziel mit einem Schaden über Zeiteffekt. Das ist eigentlich noch nicer. Dass ihr mal wieder eine neue Fähigkeit kriegt. Und bei Laundry. Wissen und Wurfwaffen bei Weiser wäre nicht schlecht. Verbessert den Wissensskill wäre auch nicht schlecht. Oder einfach begabter Heiler. Zweiter Atem. Erhöht die von zweiter Atem wiederhergestellte Gesundheit deutlich und beschützte wiederbelebte Charaktere nach der. Beschütze wiederbelebte Charaktere vor Schaden. Hm, ist auch nicht schlecht. Aber erstmal mehr Wissen und Wurfwaffen-Skill, solange er in der Gruppe ist. So, wir haben. Da der Havoc nun verschwunden ist, musst du dir nur noch das Artefakt von den Überresten des Erstregenten holen. Yes. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob der. Nope. Der Hauch. Der. Ach, wie heißt das Viech? Hier oben ist ja noch eins davon. Ich komme aber nicht an das Vieh ran. Weil dazu müsste ich hier und hier aufklappen und dazu müsste ich wahrscheinlich das da aktivieren. Standhaftes Abzeichen. Dieses Emblem ist einer Kampfstandarte des unbeugsamen Landes nachempfunden. Es wurde von jedem Erstregenten getragen, seit das Reich aus den Steinen der Stufen geschlagen wurde. So. Das würde die Questruhe. Da das ungebrochene Artefakt in deinem Besitz ist, solltest du die Altmauerbrüche verlassen und zur Wachplatzfestung zurückkehren. Achso, das geht als Questgegenstand. Ich dachte eigentlich, ich könnte es anlegen. Kann ich aber wohl nicht. Du noch weg. Jo, Laundry kann auf jeden Fall das Ding hier haben. Oder Lyra. Aber Lyra hat da definitiv was Besseres, ja. Und den Helm ausblenden. Bei Berwick geht das ja nicht, aber bei Lyra und Laundry. Und bei mir natürlich. Gut. Laundry trägt noch seine gesamte Ausrüstung. Habe ich was von seinen Sachen verkauft zufällig? Wenn ja, dann tut's mir leid. Ja, und er trägt hier noch die sanguinische Schriftrolle. Gut, da wir hier jetzt erstmal nichts mehr machen können, weil wir noch Schlüsselsteine benötigten würden, die hier fehlen. Ist das Einzige, was wir machen können, in unserem Tagebuch, ein Klingengrab. Laundry für Sigi plus Schlüsselstein für Haupthalle zweimal. So. Hat er das auch genommen? Ja. Weil es gibt keinen Bestätigen-Button, das finde ich immer so komisch.
Weil ich komme hier noch nicht rein und ich komme da oben noch nicht rein. Ran. Also sagt mir irgendwas, dass ich nochmal Schlüsselsteine kriegen dürfte, um das freizuschalten. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt Laundry behalten soll oder ob ich wieder App mitnehmen soll. Laundry ist halt ein guter Heiler und ich kann ihn auch ein bisschen auf Schaden trimmen, aber App ist halt eine gute Schadensausteilerin. Aber eine weniger gute Heilerin. Oh, Geschmähte. Machen die Probleme. Also haben dich die Altmauer nicht geschlagen. Zumindest dieses Mal nicht. Trakorio steht inmitten der Leichname von Ungebrochenen. Er zuckt mit einem wissenden Lächeln die Schultern. Weil wir wissen beide, es ist zum Besten für die Kriegsbewegung. Ich weiß nicht, wie viel Tonon bewusst übersieht, wenn es um seine Schicksalsbinder geht. Aber ich bin mir sicher, dass du weißt, was du tust. Ich hoffe, du hast das standhafte Abzeichen da drin gefunden.